Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu, Zeit, Bilanz zu ziehen. Mit dabei ist Klubobmann Jesa Mollner. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Klubobmann, wie beurteilen Sie das abgelaufene Jahr? Ja, das Jahr 2017 ist für uns sehr erfreulich verlaufen, sowohl für den Landtagsclub als auch für die Partei. Es war ein sehr intensives Jahr mit zwei wichtigen Wahlen, der Nationalratswahl und den Gemeinderatswahlen. Bei beiden Wahlen konnten wir kräftig zulegen. Im Bund ist eine Regierungsbeteiligung herausgekommen. Der Landtagsclub ist angewachsen, nunmehr 6 Landtagsabgeordnete, 2 Regierungsmitglieder im Land, 2 Nationalratsabgeordnete und mit Norbert Hofer jetzt auch einen Bundesminister. Das ist sehr erfreulich für uns verlaufen. Auch die Bilanz im Landtag stimmt uns zuversichtlich. Es war ein Jahr, in dem wir wieder ein großes Wirtschaftswachstum im Burgenland verzeichnen konnten, Rekordbeschäftigung. Wir konnten das hohe Niveau im Bereich des Tourismus halten. Die Nächtigungszahlen sind auch heuer wieder sehr in Ordnung, dank der Arbeit unseres Landesrates Magister Petschnig. Wir haben im Bereich Sicherheit Fortschritte erzielen können. Wir haben ein neues Rekordbudget, was die Sicherheit angeht, für das kommende Jahr beschlossen. Was das Budget insgesamt angeht, haben wir weitere Schritte in Richtung Konsolidierung setzen können, weiterer Schuldenabbau. Also unterm Strich ist das Jahr 2017 sehr gut für uns verlaufen. Mit 01.01.2018 ist Ingrid Salomon neue Klubobfrau der SPÖ. Wie waren die Zusammenarbeit mit Klubobmann Robert Hergovich? Die Zusammenarbeit mit Robert Hergovich hätte nicht besser laufen können. Natürlich muss man sich in einer Koalition auch inhaltlich einig sein, aber das persönliche Verhältnis zwischen den Clubs und den Klubobmännern ist wohl mehr als die halbe Miete. Sympathie sucht man sich nicht aus, das hat zwischen Robert Hergovich und mir sehr gut gepasst. Das war ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Hat durchaus auch schwierige Situationen gegeben, aber es war eine zwischenmenschlich sehr, sehr tragfähige Kombination. Und mir persönlich tut es leid, dass Robert Hergovich Abschied nimmt aus der Spitze des SPÖ-Landtagsclubs. Aber ich blicke auch der Zusammenarbeit mit Ingrid Salomon zuversichtlich entgegen. Die ersten Gespräche hat es bereits gegeben und es wird sich an der Qualität der Zusammenarbeit weder inhaltlich noch zwischenmenschlich etwas ändern. Das war es mit dem Rückblick 2017 mit Klubobmann Jesa Mollner. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Gute Nacht.